Und ja, wieder so ein Fake-Bild reingesetzt, der nicht zu sich selber stehen kann mit seiner Syrana-Crew, ja. Keine Ahnung, was das sein soll für eine Crew, ist auch egal. Auf jeden Fall wieder zeigt er hier, oder sie oder es, was es auch ist, sein asoziales Gesicht, wie es nur versucht, soziale Menschen als krank zu, ne, bezeichnen, nur weil diese eben die Wahrheit sagen, ja, und eben da es eben nur wenige gibt, die zu der Wahrheit stehen, die meisten ja weggucken, weghören und nichts aussagen wollen, meinen eben solche Asozialen hier Rechtes zu fördern und eben Rechtsextreme zu unterstützen dabei, ihre Asozialitäten auszuleben und ihre Gewalt. Ja, fangen wir mal an hier, ne? So, er äußert hier so, er hat meine Videos angeguckt, ja? Macht mir einen sehr labilen Eindruck. Damit fängt er schon an, dass er mir hier wieder irgendwas mit Krankheitssymptomen nahe kommen will, ja? Ein Dreckskind halt, ja, was versucht, auf freundlich tu, auf gut Mensch tu, hier mein soziales Einbringen und meine kreative Ader wieder zu unterdrücken und zu zerstören, ne? Dann schreibt er hier, ich würde angeblich Leute beleidigen und Leute bezichtigen als rechts- und fremdenfeindlich. Nein, das tue ich nicht. Ich beleidige nicht einfach Leute. Ja, ich gehe auch nicht wie ihr auf irgendwelche Plattformen und laber da Scheiße. Ja. Und ich bezichtige auch keinen Leute einfach als rechts- oder fremdenfeindlich, sondern ich sage es so, wie es ist. Ja. Und da musst du nicht deinen Klappstuhlmüll hier dazugeben. Unwerter Freak. So. Ja, ich bin kein Nazi, ja. Und dann sagt er hier so, ich sollte meine Denk- und Ausdrucksweise überdenken. Nee, muss ich nicht. Ich benenne Scheiße, wie sie ist Scheiße und ihr seid Scheiße. Ihr seid abgrundtiefe Perversion und mehr nicht, ja. Und ich bin nicht selber schuld daran, wie die Leute agieren, ja. Sondern sie sind schuld an ihrer Agierung, wie auch du mit deiner blinden Agierung hier gegen meine Person und mein Einbringen, ja? Denn es ist keine Reaktion, was ihr betreibt, ja? Sondern ihr seid schuld an euren Agierungen, blind gegen meine Person, gegen mein Einbringen, gegen meine Behinderung. Nicht? Ja. So. Sie wären hier nicht grundlos. Nein, sie sind hier, um eben ihre blöde rechte Attitüde zu vertreten, die nicht besser ist als Nazis, ja? Mit den Nazis betiteln habt ihr mich, nicht ich euch. Und ihr seid mit den Scheiß angefangen. Zweiten Weltkrieg, KZ und Nazis betiteln. Das habe ich ja auch alles festgehalten, ja? Ihr seid der rechte Dreck, ja? Und das ergibt sehr wohl einen Sinn, auch wenn er meint, vieles ergibt nicht mal einen Sinn. Rechte haben halt kein Gehirn, können nichts verstehen, haben keine Intelligenz. Ja, ist Dummheit eben die Norm? Ja, wie es hier auch mit einblende in den Video, ja. So. Ich komme ihnen paranoid vor. Ja, weil ich die Wahrheit sage. Weil ich eben auch die Wahrheit sage. Zu diesem Bereich hier, wo er mich hier als krank und paranoid beschreiben will, ja, nur weil ich die Wahrheit sage und eben ausdrücke, was für Scheiße es gibt in der Welt, wie ihn oder es oder sie oder was sich da auch immer hinter versteckt. Des Weiteren wünsche ich dir noch viel Erfolg mit dem rechten Pack. Oder wie du sie liebevoll nennst, Nazis. So, wie gesagt, sie nennen mich Nazi, ja. Ich sage nur, diese haben Nazi-ähnliches Verhalten, ja. Und ja, es ist rechtes Pack. Das ist das Einzige, was du richtig geschrieben hast. Ihr seid rechtes Pack. Rechtes, asoziales Dreckspack. Ja, alles, was er hier versucht auch noch zu unterstützen, ist eben auch, dass die Leute hier ja nicht grundlos reagieren. Ich sage jetzt mal, wie sie agiert haben. Ja, das auch klar zu sehen ist in meinen Videos. Sie haben agiert mit Morddrohungen, sie haben agiert mit Vergewaltigung von Frauen, sie haben agiert mit
dass sie mir ins Reale Sachen bestellt haben nach Hause. Sie haben agiert in dem Sinne, dass sie ja, Scheißparolen aufgebaut haben und noch mehr. Ja, das sind blinde Agierungen, eben auch Verdrehungen, wie hier auch, nichts anderes. Dieser Future-Coup, ja, wird auch nichts anderes sein, als wie einer, der zu diesem rechten Pack gehört, der hier auf Gutmensch spielt und versucht, mich eben nur wieder schlecht zu machen und ein schlechtes Bild zu rücken, eben, dass er meint, ich wäre labil oder ich hätte paranoide Anteile. Das ist Fuck-Bullshit. Ich halte mich an die Fakten, an die Sachlichkeit, an die Tatsachen, die ihr hiermit wieder total außer Kraft setzen wollt und verdrängen wollt. Ja, es gibt die Screens dazu. Die Screens habe ich eben auch in Videos hochgepostet, ja, um es zu zeigen, wie diese Leute blind agieren gegen anderes, rechtsextrem eben auch gegen Behinderte angehen, mit radikalen Parolen agieren, ja, und nicht reagieren, sondern agieren gegen anderes, was sie nicht verstehen, eben in rechter Attitüde. Ja, und mein eben dann auch noch, sie müssten Frauen vergewaltigen oder nach ihrer Aussage weiße